So ihr Lieben, dieses Video jetzt hier wird ein bisschen komplizierter, beziehungsweise bedarf dieses Video ein bisschen Kontext und ein bisschen Exposition, denn das Video hier ist ein bisschen komplexer. Zum einen reden wir hier über einen meiner Meinung nach der gravierendsten Unterschiede zwischen dem Buch Jurassic Park und eben dem Film Jurassic Park. Ebenso wird jetzt aber auch mit diesem Video hier meine Buchbesprechungsreihe fortgesetzt. Das heißt, wenn du die Buchbesprechung nicht gesehen hast, dann kannst du das gerne nachholen. Da habe ich dir mal da oben die Playlist dazu verlinkt. Allerdings musst du die Buchbesprechungen nicht gesehen haben. Wir sprechen jetzt hier über Kapitel 11 des Jurassic Park Romans von Michael Crichton. Allerdings werde ich jetzt hierbei eher auf die gravierenden Unterschiede des Kapitels eingehen, die eben Film und Buch besprechen. Das wird im Laufe meiner Buchbesprechungsreihe noch öfter passieren, da jetzt immer wieder mal bestimmte Themen aufgegriffen werden, die einfach Sinn machen, auch als einzelnes Thema zu behandeln. Zum Beispiel bestimmte Tode, zu denen wir irgendwann auch nochmal kommen werden. In diesem Sinne, ja, das hier ist Part 11 meiner Buchbesprechungsreihe und eben auch gleichzeitig ein einzelnes Video, wo wir jetzt eben mal über den für mich jetzt aktuell zu diesem Stand gravierendsten Unterschied zwischen Buch und Film sprechen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, na, ich will mich eigentlich nicht unbedingt spoilern lassen, was das Buch angeht, aber ich würde gerne den gravierenden Unterschied erfahren, von dem du jetzt hier sprichst, dann schau einfach mal unten in die Timeline rein. Da habe ich so eine Kapitelauswahl gemacht. Da kannst du einfach auf das Kapitel Unterschied zwischen Buch und Film klicken. So ähnlich werde ich es irgendwie nennen. Und dann kannst du dir quasi das ganze Kapitel an sich jetzt sparen. Allerdings muss ich sagen, naja, die Buchbesprechung hat nun mal Spoiler eben auch zum Buch mit drin. Wir quatschen jetzt auf jeden Fall erstmal über Kapitel 11 aus Michael Crichtons Roman Jurassic Park oder wie es im Deutschen eben auch heißt, Dino Park. Jawohl, wenn ihr das Buch hier so nicht findet, dann schaut mal unter Dino Park. Allerdings werde ich mir jetzt auch wieder ein paar Exemplare davon zulegen und schon bald ein Gewinnspiel dazu machen. Wahrscheinlich so um die 5 Bücher oder sowas werde ich die Tage verlosen, weil die Nachfrage bei euch an mich ist doch relativ groß und ich kann euch da nicht unbedingt wirklich weiterhelfen, weil die Bücher eben aktuell so gut wie nur noch gebraucht auf dem Markt sind und deswegen werde ich für euch jetzt ein paar beschaffen und dann eben schon bald verlosen. Kapitel 11 trägt den Namen Isla Nublar und ja, jetzt endlich geht's auch auf die Insel Isla Nublar. Wir lassen nochmal ganz kurz Revue passieren, was im Kapitel davor passiert ist. Wir haben uns ein bisschen mit Lewis Dodgson beschäftigt, der ja angefangen hat, seine Machenschaften ein bisschen mehr so zu erklären, dass wir als Zuschauer eben auch verstehen, okay, das ist auf jeden Fall der Bad Guy. Dennis Nedry wurde schon mit eingeführt und wir haben das Gespräch, was wir auch aus dem Film kennen mit den beiden, jetzt in Buchform nochmal wiedergegeben. Dabei wurde ein bisschen detaillierter auch auf den Plan eingegangen. Es wurde ein bisschen detaillierter auf Lewis Dodgson eingegangen, was für eine Art von Mensch er eigentlich ist und dass seine Spezialität es ist, Menschen zu manipulieren und eben zum Dino-DNS oder generell zum Bio-DNS-Klau zu bewegen. Ebenfalls haben wir jetzt Ian Malcolm kennengelernt und damit quasi den dritten, also den finalen Part unseres Jurassic Park Trios aus Ellie Sattler, Alan Grant und eben jetzt auch Ian Malcolm. Und hier ist uns aufgefallen, dass die Charakterisierung von Ian Malcolm dem aus dem Film auch sehr weitgehend sehr entspricht. Allerdings hat man hier das Optische später im Film sehr stark verändert. Ich muss immer aufpassen, da ich es auch richtig rum erzähle. Steven Spielberg hat das verändert, nicht andersrum. Also Steven Spielberg hat den Ian Malcolm aus dem Buch genommen und hat ihn eben so dargestellt, wie wir ihn eben auch kennen, den coolen Rocker mit vollem Haar, relativ jung und gut aussehend. Im Buch ist das ein bisschen anders. Er wird im Buch eher beschrieben, wie Donald Gennaro im Film aussieht, nur eben mit schwarzer Kutte und auch schwarzem Haar, trotzdem mit angehender Glatze. Und da bin ich schon das erste Mal drauf eingegangen, weil ich da schon stutzig geworden bin. Okay, die Charakterisierungen, gerade bei Alan Grant und Ellie Sattler, sind anders als im Film. Bei Ian Malcolm ist das Optische auch sehr stark. Ich meine, ja, auch Ellie und Alan werden ein bisschen anders beschrieben. Man erkennt die beiden trotzdem wieder. Ian Malcolm haben sie jetzt zum ersten Mal so richtig aus meinem Filmkontext zu Jurassic Park gezogen, was eben das Optische angeht. Unsere Protagonisten befinden sich jetzt also auf dem Weg zu Isla Nublar und haben da vorher sogar nochmal einen Zwischenstopp gemacht. Ich meine, es war in San Jose gewesen, wo sie nochmal kurz angehalten haben mit dem Privatjet und dann eben Dennis Nedry eingesammelt haben. Ja, jetzt haben wir wirklich hier quasi die gesamte Mannschaft versammelt. Die letzten Kapitel haben ja relativ viel damit zu tun gehabt, dass wir erst Ellie, Alan einsammeln, dann eben noch Gennaro kurz vorher.
Dann haben wir Ian Malcolm eingesammelt, jetzt haben wir Dennis Nedry noch mit dabei und jetzt geht's einfach direkt zu Isla Nublar hin. Und ich habe im letzten Part schon mal angedeutet, dass das Buch es schafft, dass ich den Film nicht mehr so vor Augen habe. Das ist ja oftmals ein Problem, wenn man sich jetzt mal Herr der Ringe oder auch Harry Potter als Beispiel nimmt. Wenn ich das Buch Harry Potter lese, sehe ich Daniel Radcliffe als Harry Potter. Wenn ich der Herr der Ringe lese, sehe ich Viggo Mortensen als Aragorn. Solche Sachen eben. Das Buch schafft es, dass das nicht mehr passiert, weil hier ein ganz anderer Ton an den Tag gelegt wird, als zum Beispiel im Film. Ich finde, das Buch hat einen unfassbar geilen 80er-Jahre-Dino-Adventure-Ton. Was auch irgendwie Sinn ergibt. Ich meine, ja, das Buch spielt in den 80ern und wurde auch in den 80ern geschrieben. Aber Michael Crichton schafft es, obwohl wir ja die Filme Jurassic Park und auch Jurassic World haben, hier nochmal ein komplett eigenes Konzept, eine eigene Welt aufzubauen. Und ich finde es sehr interessant, wie Michael Crichton sich eigentlich seinen Jurassic Park vorgestellt hat. Wer von euch das Jurassic Park Compendium besitzt, was ich immer noch jedem nur ans Herz legen kann, der wird sich vielleicht die Konzeptzeichnungen da schon mal angeguckt haben und gemerkt haben, dass der Jurassic Park wesentlich prähistorischer aussehen sollte als eben später im Film. Ich werde hier mal ein paar Konzeptzeichnungen einblenden. Das war so ungefähr die Idee von Michael Crichton, dass der Jurassic Park sich quasi mit den Felsen verbindet und quasi eins mit der Insel wird. Und das sieht natürlich wesentlich prähistorischer aus und das wird auch im Buch wesentlich mehr so beschrieben. Kleiner Funfact an der Seite übrigens, wir hätten sogar beinahe so einen Jurassic Park bekommen. Nur wusste Steven Spielberg nicht ganz genau, ob man das Ganze wirklich gut so visualisieren kann. Außerdem war auch die Zeit des Drehs und eben der Post-Production mit ein Grund gewesen, warum der Jurassic Park im Film wesentlich simpler aussieht, als das, was Michael Crichton eigentlich ursprünglich visuell geplant hatte im Buch. John Hammond geht danach noch ein bisschen, also während sie im Helikopter sitzen, geht er noch ein bisschen auf die Isla Nublar an sich ein und erklärt zum Beispiel, dass die Isla Nublar eigentlich gar keine Insel ist, wodurch der Name Isla Nublar eigentlich auch keinen Sinn mehr macht, sondern eigentlich nur ein Berg, der unter Wasser sich befindet und durch eine Vulkaneruption nach oben getragen wurde. Naja, die Isla Sorna ist als eine Insel kategoriert, aber eigentlich rein faktisch gesehen ist sie nicht wirklich eine Insel. Das heißt, die Isla Nublar schwimmt nicht auf dem Wasser, laut John Hammonds Aussagen, sondern die Isla Nublar ist ein Berg, der wirklich am Grund des Meeres sich auftürmt bis eben nach oben. Finde ich schon sehr faszinierend, wenn man sich mal überlegt, was für eine gewaltige Größe dieser Berg dann eben haben muss. Und es ist eben auch ein Vulkan. Das heißt, der Vulkan, der oben drauf sitzt, bezieht seine kompletten geothermischen Energien wirklich aus dem Untergrund des Wassers. Also wirklich aus der, die Quelle ist wirklich ganz unten an diesem Berg. Ich fand es einfach sehr faszinierend, weil ich mir einfach immer dachte, okay, die Isla Nublar ist einfach eine Insel, so wie sie ja auch betitelt wird und ist ja auch Teil der 5 Inseln, der 5 Tode. Dazu kommen wir aber noch. Finde ich einen ganz netten Side-Fact. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, da ist mir wirklich aufgefallen, dass das Buch eine ganz andere Richtung einschlägt als der Film. Ich kann es nur nochmal betonen, das Buch fühlt sich extrem an, wie so ein typischer 80er-Jahre-Dinosaurier-Adventure-Film oder eben auch eine Serie. Es gab ja damals auch so ein paar Serien, ich habe jetzt den Titel davon gar nicht mehr auf dem Schirm, ich werde sie auf jeden Fall mal einblenden, von irgendeiner Familie, die dann durch einen Riss in den Boden in einer vergessenen Welt gelandet ist. War der Name sogar Vergessene Welt gewesen? Ich werde sie auf jeden Fall mal einblenden. Das ist so der Stil, in dem Michael Crichton das Buch geschrieben hat. Die Dinosaurier werden ähnlich beschrieben wie auch hier in dieser 80er-Jahre-Serie. Und das Buch schafft es eben einfach perfekt, diesen Flair einzufangen. John Hammond und die Gruppe von Leuten, die er eben angeheuert hat, landen also jetzt langsam auf der Isla Nublar. Und das Ganze wird hier auch, naja, ein bisschen... Es wird anders beschrieben als im Film. Die Landung im Film mit dem Helikopter, die ist schon relativ rasant und auch ein bisschen harsch. Hier allerdings wird es noch ein bisschen heftiger beschrieben, denn aufgrund des Nebels, der entsteht auf dieser Insel, dadurch, dass hier verschiedene geothermalische Quellen herrschen und eben auch die Temperaturen steigen und fallen mit den verschiedenen Höhen, sieht man nicht wirklich, wo man eigentlich landen muss. Aus diesem Grund wurde auf der Insel ein Kreuz angebracht, das leuchtet. Ne, eben als Koordinationshilfe für den Helikopterpiloten. Soweit sind wir noch relativ d'accord auch mit den Filmen. Wie gesagt, es wird ein bisschen anders beschrieben mit der Landung. Die verschiedenen Personen reagieren anders als in den Filmen. Zum Beispiel Ian Malcolm scheint schon so ein bisschen Panik zu bekommen, weil der Helikopter sehr schnell landet. Und John Hammond daraufhin eben dann auch erklärt, wir müssen sehr schnell landen, weil aufgrund der verschiedenen Wetterlagen auf der Insel sind halt hier sehr heftige Turbulenzen und die umgehen wir jetzt einfach, indem wir sie
nicht zulassen, indem wir einfach sehr schnell landen müssen. Und ja, das sind eben so Kleinigkeiten, die dann auch nochmal passieren. Und dann kommen wir jetzt zu der ersten richtigen Änderung in Bezug auf Buch gegen Film. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der allererste Dinosaurier, den wir in Jurassic Park wirklich sehen? Also wirklich sehen, nicht der Velociraptor, den haben wir nicht gesehen, höchstens mal kurz das Auge. Welchen Dinosaurier haben wir zuallererst in seiner vollen Pracht gesehen? Der Brachiosaurus, ja, vollkommen klar. Im Film ist es so gewesen, im Buch allerdings hat man sich hier einem ganz anderen Dinosaurier angenommen, nämlich dem sogenannten Brontosaurus oder auch Apatosaurus. Viele von euch haben mich darauf hingewiesen, Tobi, Brontosaurus und Apatosaurus ist ein und dasselbe. Ja, das Buch sagt es eben auch nochmal. Der Brontosaurus und der Apatosaurus sind quasi dieselbe Kreatur. Und das ist der erste Dinosaurier, den wir jetzt hier im Buch sehen. Noch dazu dauert es gar nicht so lange, dass wir erst warten müssen, bis quasi die gesamte Gruppe rund um den Anwalt Donald De Niro, Ellie Sattler, Ian Malcolm und Alan Grant erstmal in einem Fahrzeug sitzen und dann an diesen See gebracht werden, wie es ja auch im Film ist, wo dann am See die verschiedenen Saurier sind und eben auch der Brachiosaurus auftaucht und dann kommt das ikonische Welcome to Jurassic Park. Im Buch landen sie mit dem Helikopter. Der gesamte Landeplatz wird sehr neblig beschrieben. Das ist auch wieder so eine Beschreibung, die mich immer wieder an diese 80er-Jahre-Dinosaurier-Serie erinnert. Dieses ganze Neblige, dieses schon fast Sumpfartige. Und dann strecken eben Brachiosaurier ihre Köpfe aus den Baumkronen raus. Und Dr. Ian Malcolm merkt erstmal an, das fand ich zum Beispiel wieder sehr lustig, sind das vielleicht einfach nur sehr gut aussehende animatronische Puppen? Und ich meine, das Buch wurde ja geschrieben, bevor der Film logischerweise da gewesen ist. Und wenn man sich dann überlegt, wie extrem realistisch denn später die animatronischen Puppen wirklich ausgesehen haben, ist das jetzt inzwischen schon so eine Art Meta-Gag. Und John Hammond sagt dann daraufhin, nee, das wird ja gar keinen Sinn ergeben, hier animatronische Figuren hinzustellen. Das sind echte Dinosaurier. Und die Reaktion darauf der verschiedenen Figuren, ich fand die im Buch nachvollziehbarer als im Film. Im Film sollte das natürlich alles sehr spektakulär aufgebaut sein. Es kommt eine fantastische Musik. Alan Grant kommt darauf überhaupt nicht klar, setzt sich erstmal hin. Im Buch ist das eine andere Nummer. Im Buch sind die Hauptfiguren von dem Anblick der Apatosaurier so geschockt, dass sie es einfach hinnehmen. Es wird nicht wirklich darauf eingegangen. Alan Grant fachsimpelt daraufhin so ein paar Sachen, die er eben über das Tier weiß, was er ja im Film auch so ähnlich macht, wo er dann eben sagt, okay, die leben gar nicht in Sümpfen, sondern die leben auch in Herden, wo er dann so ein paar Erkenntnisse daraus zieht, aus dem, was er jetzt sieht. Und dann fängt er einfach an zu lachen wie bescheuert, weil er jetzt akzeptiert, dass er in der Lage ist, Dinosaurier zu sehen. Also das gesamte Verhalten der Gruppe ist nochmal anders gegenüber diesen Dinosauriern. Und John Hammond erklärt daraufhin dann auch, wie es auch im Film gewesen ist, dass wir jetzt eine Rundtour machen. Er will ein bisschen mehr erklären, wie das Ganze passiert ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das genauso ist wie im Film oder ob man hier vielleicht auch ein, zwei Sachen geändert hat. Auf jeden Fall wird das dann eben erklärt. Wir machen eine Rundtour, es gibt danach noch Mittagessen und dann wird man halt den Park nach und nach mal so besichtigen. Und dann kommen wir zu einer Stelle, die im Buch halt nicht anders geht. Ich meine, Jurassic Park, das Buch, gibt es wohl nur in dieser einen Fassung, maximal in zwei verschiedenen Fassungen auf Deutsch. Und im Deutschen heißt dieses Buch eben einfach Dino Park. Und John Hammond bringt hier eben dann auch nicht den ikonischen Spruch Willkommen im Jurassic Park, sondern die drehen sich dann irgendwie alle um. Und dann wird beschrieben, dass da einfach ein Tor ist und auf dem draufsteht Dino Park. Das ist wesentlich unspektakulärer als im Film. Da merkt man wieder, wie krass Steven Spielberg einfach ist, wenn es darum geht, eine Faszination zu erzeugen. Der Satz Willkommen im Jurassic Park ist einfach legendär, genauso wie der Brachiosaurus. Und ich muss wirklich sagen, vielleicht könnt ihr das jetzt auch gar nicht nachvollziehen, warum mich diese Szene hier so begeistert hat, dass ich gesagt habe, okay, dieses Video muss quasi in zweierlei Maßen funktionieren. Einmal als Buchbesprechung, einmal als eigenes Video. Der Brachiosaurus war für mich mit dem T-Rex zusammen immer das Ikonischste, das Wahrzeichen der Jurassic-Reihe. Der T-Rex, vollkommen klar, der ist auch auf jedem Logo vorne drauf, taucht in jedem Film auf, mehr oder weniger. Aber der Brachiosaurus war so das Erste, das wir damals gesehen haben. Der Brachiosaurus ist das Tier, das wir mit Jurassic Park assoziieren. Wenn man sich vor Augen führt, was für ein Tier muss im Jurassic Park auftauchen. Ich glaube, wir kommen alle relativ schnell auf den T-Rex und eben auf den Brachiosaurus. Und jetzt hier im Buch zu lesen, dass der Brachiosaurus eigentlich gar nicht das Tier ist, was zuerst
gesehen wird, sondern der Apatosaurus. Es ist so seltsam. Ich habe mich dabei ganz komisch gefühlt und ich weiß wirklich nicht, wieso. Ist eben auch einfach der Fall, wenn man sich die ganzen Spiele mal anschaut, die Sega Mega Drive Spiele. Auch da ist der Brachiosaurus ja sehr prägnant, sehr, sehr häufig zu sehen. Und es macht für mich jetzt immer mehr Sinn, warum man auch in Jurassic World gesagt hat, dass der Apatosaurus jetzt hier eine größere Rolle spielen muss. Ich meine, der taucht hier öfter mal auf, mal rennt er vor dem Vulkan weg, mal taucht er da aus diesem Schnee auf. Übrigens eine sehr geile Szene aus Jurassic World Dominion. Ich kann auch mal nicht meckern über den Film. Die Szene ist wirklich schön. Und es macht auch total Sinn, dass wir in Jurassic Park im Film, als Dr. John Hammond erklärt, wie ein Moskito einen Dinosaurier gestochen hat, dass wir da einen Apatosaurus sehen, der gestochen wird. Das ist so ein kleines Easter Egg von Steven Spielberg in die Richtung, ja, in echt war es halt ein Apatosaurus gewesen im Buch. Und hier nimmt er ja auch wirklich den Apatosaurus als Ursprung für die Dino-DNS, was natürlich keiner wissen kann. Wir haben ja später herausgefunden, nee, eigentlich war es der T-Rex gewesen, der gestochen wurde. Aber ich finde das gerade sehr interessant und ich bin gerade wirklich heiß darauf, weiterzulesen. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, das sich nämlich Dino Park nennt. Und ab jetzt wurde mir von euch gesagt, fangen die gravierenden Unterschiede wirklich massig an. Das hier ist jetzt quasi nur so der kleine Stein, der die Lawine jetzt zum Auslösen bringt. Die Apatosaurier ersetzen komplett den Brachiosaurus. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, wie steht ihr dazu? Könnt ihr das nachvollziehen, dass ich mich dabei so ein bisschen euphorisch, aber auch so ein bisschen komisch fühle? Steht ihr genauso zum Brachiosaurus und sagt auch selber, ey doch, du hast vollkommen recht, der Brachiosaurus ist ja eigentlich mitunter ein Wahrzeichen von Jurassic Park und das haben wir jetzt eben hier nicht gegeben. Ob er nochmal auftaucht im Laufe des Buches, wir werden es erleben, allerdings ist das nicht der erste Dinosaurier, der im Buchkanon auftaucht und eben unsere Helden fasziniert. Schreib mir wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare, auch wenn du das nicht so siehst wie ich. Und vor allem schreib mir mal in die Kommentare, ob du das okay findest, wenn wir das so handhaben, dass wir eben die Buchbesprechung weiter fortführen wie gehabt. Nur wenn eben wichtige Themen kommen, werde ich diese Themen auch nochmal separat, gerade eben vom Thumbnail, separat besprechen. Die Buchbesprechung findet ihr trotz allem wie immer, wie gehabt, wie gewohnt, chronologisch geordnet in der Playlist. Da könnt ihr einfach reingucken und könnt die Buchbesprechung dann eben auch so chronologisch weiterhin schauen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.